Oh god, we are so f***ing positive. Okay. So, that's interesting. I cannot handle this. Listen, baby. She's pregnant. Look. Just that. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Südafrika. Willkommen aus einem Nationalpark. Dieser Vlog beginnt auf jeden Fall direkt sehr spannend. Ich besuche, wie gesagt, immer noch hier gerade meine Gastfamilie in Südafrika. Ich war Au-pair in Amerika damals, aber meine Gastfamilie wohnt noch bis dieses Jahr in Südafrika. Und deshalb ist das mein letzter Besuch bei ihnen hier in Südafrika. Alles dazu seht ihr dann auch im letzten Vlog. Da seht ihr auch das ganze Wiedersehen wieder. Und jetzt bin ich tatsächlich heute mit meiner Gastmama nach Madikwe. Jetzt ausgesprochen, Madikwe, gefahren, 4 Stunden lang. Wir sind jetzt gerade in unserem privaten Bungalow. Ich dachte, es ist krass, Leute, it is crazy. Also erst einmal können wir ganz kurz festhalten, das ist eine Dusche unter freiem Himmel, falls ich darauf Lust haben sollte. Dann haben wir hier einen kleinen Pool und da drüben laufen im besten Fall irgendwann Tiere rum. Wie ihr gesehen habt, haben wir bereits auf unserer kurzen Fahrt durch den Park hierhin diverse Tiere gesehen. Also es war mega krass, richtig cool. Wir sind hier und haben quasi morgens direkt, also um 6 Uhr morgens, eine Safari. Und jetzt haben wir gleich, weil wir gerade erst angekommen sind, die Abend- und Nachmittag-Safari. Müssen in 10 Minuten da sein. Und dann geht's auch schon los. Also die erste offizielle. Ich war vor 3 Jahren schon mal hier und hatte schon eine kleine Safari gemacht. Da sind wir mit dem privaten Auto, so wie eben jetzt auch, durch den Park gefahren. Das geht hier gar nicht. Man hat hier richtige Guides und ja, da findet man einfach nochmal andere krasse Sachen wahrscheinlich. Sie hat es tatsächlich schon sehr oft gemacht. Sie ist jetzt gerade auf der 5. Ich glaube, allein in diesem Park. Wenn sie wohnt ja auch seit 4 Jahren. Das ist okay, dass sie das macht. Ich freue mich sehr und wir sind hier für 2 Tage und dann geht es wieder nach Pretoria, das ist neben Johannesburg, zur Gastfamilie und dann geht es am Freitag auch schon wieder heim für mich. Wie schön wäre das? Ich hoffe ja sehr, dass wir da jetzt irgendwann auch irgendwelche Tiere sehen. Beim Essen gab es gerade schon auf jeden Fall Zebras. Yeah, the Impala coming this way, they're like, whoop, not us. They didn't see them, man. Yeah. Come on, dogs, come back this way, man. Never mind, watch out there. Yeah. Oh, they are. Okay, I'm still looking. There they are, wild dogs. And this is the old guy. Yeah, so he's been limping like this for almost a week now. The mom with the cups today. Oh yeah, mom with cups. That'd be even more specific. Okay. Es ist 6 Uhr, wir sind um 4:15 aufgestanden. Yes. Let's go! Thank you.
Also Teil der Tour ist es, dass man einmal anhält und dann, ja, also es ist gerade 8 Uhr irgendwas oder so und wir stoppen hier, können einmal ganz kurz unsere Beine austreten, vertreten, wie ist das Wort? Beine, egal, auf jeden Fall gibt es jetzt kurz eine Runde Kaffee. Ja, er hat aber gerade gesagt, hier sind irgendwo Gepardenabdrücke, also wir haben quasi einen, der eine Herr vorne. Er ist nur dazu zuständig, die ganzen Spuren zu lesen und zu gucken, ob wir irgendwas Spannendes entdecken vielleicht. Und der andere ist quasi auch, der guckt natürlich auch, aber der ist eher, ja, erzählt uns ein bisschen was. Sehr, sehr spannend. Okay, wie schön ist das hier bitte? Also wir sind hier wirklich, ich weiß nicht, wie lange wir gefahren sind. Lange. Wir haben gerade zwei Geparden gesehen, zwei Brüder, und die haben sich geputzt und es war sehr süß. Ich habe irgendwie nicht damit gerechnet. Das ist einfach anders schön. Sehr deprimierend, weil die Kamera das nicht einfängt. Hier sieht es halt original so aus wie in den Dokumentarfilmen, habe ich vorhin gesagt. Mit dem ganzen Gras. Wir helfen gerade einem anderen Auto. Die stecken fest. And then the rest of this grossness gets put in here. Mm-hmm. Wait. Oh, no. This was already positive. For a second. The thing is, if we test positive, we're okay. We're just gonna go home. This is looking alright so far. If you're positive and I'm not negative, or I'm positive and you're negative, that's okay. Yes. Okay, our controls are both lit up. Kind of faint line, and there's a faint line. You do too. Fuck this. Are we both fucking positive? What the fuck? I mean, that's more of a line than I've ever seen. Me too. Fuck. We're gonna be okay. Why are you like? I'm not showing any symptoms. That's looking more positive, isn't it? Yep. Oh, fuck. Oh god, we are so fucking positive. Okay. So that's interesting. Taking these tests before, like this version. Yeah. Have you ever seen any kind of faint line? No. And they also are, there's hardly ever false positive. Oh yeah, no. I mean, we both totally have it. This is fun. Fuck. I knew it. I knew it too. I had this feeling. Fuck! Wir müssen ganz kurz ignorieren, dass ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Es ist 7 Uhr irgendwas. Wo fange ich an? Ich habe Corona.
Yes. Und wir haben die letzte Safari, wir hatten eigentlich heute noch eine Safari gehabt. Die nehmen wir nicht mehr in Anspruch, ist ja auch nur fair. Wir waren hier tatsächlich eigentlich die ganze Zeit, bis auf unser isoliertes Zimmer, die ganze Zeit nur draußen. Also das ist schon mal gut, aber ja, trotzdem sehr blöd. Also im Prinzip war das so, dass wir sind auf Safari gegangen und dann haben wir mitbekommen, dass es denen zu Hause ein paar Kindern nicht so gut geht. Die haben einen Test gemacht, der war positiv, dann haben wir gestern einen Test gemacht und die waren positiv. Und wie ihr hören könnt, geht es mir inzwischen auch leider, ja, hat es mich jetzt auch irgendwie auch ein bisschen erwischt. Ja, wir haben dann direkt dem Hotelpersonal Bescheid gesagt. Das hat auf jeden Fall so ein bisschen, ja, so ein Stimmungskiller. Ich sehe richtig tot aus. Oh Mann. Ich habe auf jeden Fall gerade kurz noch einen Kaffee und dann ziehen wir unsere Masken an und fahren wieder 4 Stunden nach Hause. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von unserem Balkon. Da war nicht ein einziges Tier. Ich habe gestern die ganze Zeit geguckt. Nicht eins habe ich da gesehen. Aber es hat auch geregnet, deswegen brauchen die nicht zwingend die, das Wasserloch, was hier quasi am Hotel ist. Okay, also wir sind jetzt endlich nach fast 4 Stunden fast zu Hause. Ja, wir sind beide extrem durch. Es ist irgendwie ganz komisch, weil das ging einfach so schnell. Quasi gestern noch keine Symptome gehabt, richtig. Und dann heute oder über Nacht, buff. Ja, wir fühlen uns leider alle nicht so fit. Und zu Hause warten 4 Kinder. Eins hat eben noch kein diagnostiziertes Corona und hat keine Symptome. Jacob hat Fieber und alle Symptome, aber aus irgendeinem Grund werden seine Tests, inklusive PCR-Tests, nicht positiv. Also ist ganz komisch. Ja, und ich bin gerade so ein bisschen am Katzensitting suchen, weil ich habe einen Katzensitter für meine Zeit, die ich normalerweise in Südafrika verbracht hätte, gehabt. Der ist jetzt aber dann zwischendurch kurz weg. Deswegen muss ich jetzt ein paar Tage überbrücken, aber es sieht wohl ganz gut aus. Bleib länger in Südafrika! Yay! Ja, und ich muss die ganze Zeit irgendwelche Lufthansa-Sachen regeln und muss meinen Flug umbuchen und hoffe, das klappt einigermaßen reibungslos. Ja, nice. Meine Backen sind auch ganz rot, weil ich ein bisschen Fieber habe. Das ist blöd. Okay, meine lieben Freunde, ich beende den Vlog noch ganz kurz. Mir geht es heute schon ein kleines bisschen besser. Ich habe kein Fieber mehr, ich habe keinen Schüttelfrost mehr. Das Einzige bei mir ist halt so Schnupfen und so diese Gegend ist ein bisschen nervig. Ansonsten geht es mir gut und ich würde sagen, es gibt schlechtere Orte für eine Quarantäne, denn ich war gerade oder vorhin in einem Pool, der einfach 40 Grad warm ist. Und ja, lässt sich auf jeden Fall ganz gut so leben. Alles nicht so ganz geplant natürlich, aber ich habe jetzt einen Flug umgebucht und ja, dann gucken wir mal, wie es jetzt einfach wird in der kommenden Woche. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dann einfach noch einen Vlog mache. Ich fühle es nicht so ganz, hier in der Quarantäne noch einen weiteren Vlog zu machen gerade. Zumal ich nicht ganz, ganz fit bin. Immerhin habe ich eine Woche mehr hier mit der Familie und ja, das ist natürlich auch schön. Auch wenn ich meine Katzen inzwischen dann doch sehr vermisse, weil es sind dann 18, 19 Tage ohne die. Naja, ich hoffe trotzdem, dass euch der Vlog gefallen hat, auch wenn er ein bisschen anders war. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bye!